Käse ist der Mittelpunkt, der Star auf dem Löffel, aber Aufgabe als Dessert. Schauen wir mal, ob das bei den nächsten Löffeln genauso gut gelungen ist. Aber das müssen wir sagen, der Käse war der Star auf dem Löffel. Ja, ja. Hoffentlich steht das Mousse noch, ey. Ja. Der ist schön, Shay, so viel Shay. Wolltest du gerade zwei sogar nehmen? Ja. Das gibt's ja nicht. Donnerwetter. Sauber. Also optisch ist der natürlich ein Brett. Die Frage ist, ist die Proportion gut? Ja, da ist. Also täusche ich mich gerade oder liegt da Knoblauchkresse drauf? Ja, Rock Chives. Nee, das hast du nicht gemacht. Habe ich drauf gemacht. Eine Knoblauchkresse. Ja. Ich war überzeugt davon, dass es geil ist. Aber vielleicht. Vielleicht finden Sie es ja vielleicht auch schmeckt sehr dezent. Ihnen, ja. Also es klingt total skurril und ich weiß auch nicht genau, aber in dem Moment habe ich gedacht, das ist geil. Das passt irgendwie gut zu Ziegenkäse. Hat alles, ne? Oh ja. Mm. Mm. Ja. Sehr modernes Italien, sehr modernes Dessert mit Salzigkeit, süße Säure, viel Länge, viel Schmelz, viel Spiel. Handwerklich war das super sauber gearbeitet. Da ist alles drauf. Ich finde, dass das von den Farben gut gearbeitet war, von den Proportionen gut. Schau mal. Da kann man nicht meckern, ne? Also, du hast jetzt am Schluss, hattest du diese Mimik. Und ich finde, du hättest diese Mimik haben müssen. Ja. Die Knoblauchkresse findet Gott sei Dank nicht statt. Oh, so ein bisschen, ja. aber sehr schön. Was mir an dem Löffel sehr, 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 sehr gut gefällt, ist, dass der Crumble das Salz bringt. Und das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Auch war viel, das viel Handwerk, ne? Viel Handwerk. Also viele Komponenten. Chapeau. Manchmal bedarf es einfach auch simpler Sachen. Ich habe wenig mit Gewürzen gearbeitet. Einfach die Grundzutaten, die sollten im Fokus stehen. Man denkt bei Dessert immer an Sweetie, Sweetie, ne, Süßigkeit. Aber das ist jetzt letztendlich doch schon auch für uns sehr viel Diskussionsbedarf. Und wir sind gespannt, ob es beim nächsten Löffel genauso viel Diskussionsbedarf gibt. Und vor allen Dingen Käse. Schauen wir mal. Oh, auch nicht schlecht. Aha, was ist das unter dem Parmesan-Chip? Melone. Ist das nochmal den Burrata klein gemacht außen? Ja, den erkennt man auf jeden Fall, den Burrata. Außen ist die das Schale die Haut vom Burrata? Von der Burrata? Und dann innen wieder gefüllt? Also das wirkt jetzt am ersten Blick wie so eine Kaltschale. Ich glaube, das ist das Zipfelchen oben von der Burrata. Sag's nochmal. Zipfelchen. Das Zipfel. Das Zipfelchen oben. Das schaut wie ein Bachnabel. Immerhin haben Sie es erkannt, gleich mal bevor Sie es probiert haben. Man hat alle Komponenten auf dem Löffel gesehen. Grundsätzlich finde ich den Löffel sehr schön angerichtet. Also es macht unheimlich viel Spaß, der Löffel kommt. Du hast dieses Burrata-Zipfelchen da drauf, du hast die Frucht, du hast die Soße. Hier kann man aber erkennen, dass gerade der hohe Fettgrad eines Käses natürlich dafür verantwortlich ist, dass der Gegenspieler genauso stark auch sein muss. Und mir fehlt auf jeden Fall etwas mit Frucht, mir fehlt etwas Säure, dass das Ganze miteinander tanzen kann. Es tanzt mir zu wenig. Finde ich fantastisch erklärt gerade. Ich habe wirklich auch das Gefühl, da ist was in den Gaumen reingerollt worden, aber da tanzt leider gar nichts. Schade. Ich hatte einen glücklichen Moment, und zwar, wenn du den Pinienkern gut mit verkaust, dann kommt da so eine Fettstruktur noch mal mit dazu. Aber die Melone tut sich natürlich trotzdem ein bisschen schwer. Vielleicht ist es auch so, es ist ein gekühlter Löffel. Vielleicht, wenn das nicht ganz so gekühlt wäre. Also, ich sehe das nicht ganz so wie ihr. Aus einem Grund, weil wenn ich die Augen zumache, ist das schon mal ein sehr authentisches italienisches Gefühl, das ich da habe. Ja, da war Luft nach oben geschmacklich, da hätte ein bisschen mehr Säure, vielleicht auch irgendwie mit Kräutern noch arbeiten können. Basilikum hätte ich da zum Beispiel noch super gefunden. Aber ich fand es einfach anders, aber bei Gott nicht schlecht. Ich hätte auch einfach sagen können, ich fand es extrem einfach. Also
Also dann war mein Gefühl schon gar nicht mehr so gut, obwohl ich eigentlich am Anfang so happy war mit dem Löffel. Du hast 4 Meinungen und es kann jeder recht haben. Ja. Extrem einfach, extrem kompliziert. Ich finde es ja schön, wenn wir was zum Diskutieren haben, gerade beim Thema Käse. Und ich freue mich auf die nächsten Löffel. Alter. Ist das so profi? Ah! Wie heißt das? Gougère. Schuh. Schuh oder Gougère im Französischen als Käse-Brandteig. Ist das nicht der Brandteig, wo dann diese Zuckerplatte draufkommt, die dann nochmal. Genau. Na klar. Und wenn es salzig ist, dann machst du Käse mit rein. Oh. Ja. Es ist unzugegeben schon einiges an Creme da. Das dauert einen Moment, bis das so sich verbeißt mit dem, ich sage jetzt nochmal salopp, Windbeutel. Was ich ganz geil finde, ist nicht nur, wie das mit den Beeren zusammengeht. Das hatten wir heute vorhin mit dieser Panna Cotta mit Burrata. Das hat sich auch erst beim Verkauen, kamen die Beeren rein. Aber der Knaller war, Dankeschön für den Parmesan-Moment. Mhm. Der war hier. So ein bisschen wie sonst was Salziges oben auf dem Dessert, was das nicht so süß, plump wirken lässt. Ganz großes Kompliment an die oder denjenigen für das Handwerk, das da gezeigt wurde. Die Präzision, ich finde die Proportion, da war es ein bisschen mehr, aber es war auch geschmacklich geil, deswegen stört es nicht. Das Gebackene, dieses Schuhgebäck, das Ganze drumherum, der Löffel hat Spaß gemacht, weil der Kandidat wirklich in seinen 60 Minuten was abgeliefert hat. Ja, Hammer, sau schön. Aber das ist genau das, was ich auch zeigen wollte. Roland hat uns ein interessantes Thema nicht nur mitgebracht, sondern auch interessante Zutaten. Und es ist beeindruckend zu sehen, wie die Kandidaten damit umgehen. Und deswegen freuen wir uns auf die nächsten Löffel. Boah, da kriegst du echt Herzklopfen, ne? Wenn dein Löffel reinkommt, denkst du dir so, puh. Oh, da sehe ich schon. Ja, leck mich doch, das ist aber geil. So, und da musst du jetzt sagen, das ist schlicht und schön. Aber ist das nur Käse? Ah, da ist Alkohol drin. Ja, Sekt. Ha. Prosecco, den nehme ich dann an. Wir sind ja in Italien. Ja, stimmt. Mhm. Mhm. Ich finde, dass hier das Spiel der Aromen sehr gut aufgeht. Ja, der Löffel tanzt. Tada. Man hat diese Melonenkaltschale, dann kommt viel Ziegenkäse. Pfirsich. Pfirsich. Ja. Zum Schluss hin wird es feiner. Ist für mich so ein bisschen wie so eine Art Prädessert. Schnell, kurz, da, macht Spaß. Es war auch relativ viel, aber diese Schlichtheit, also diese Melone. Es ist keine Melone, Manno. Wunderbar, dieser Käse wunderbar. Und dann beißt du auf dieses Pistazienkaramell und das formt geschmacklich diesen ganzen Löffel. Ich fand, dass der Löffel vor allem sehr, sehr gut durchdacht war. Und sauber gearbeitet. Ein sehr ästhetischer Löffel, mit der Anrichteweise, mit der Formierung und so. Ich denke mir, dass der Ziegenkäse mit der Melonenkaltschale sehr gut funktioniert. Es ist keine Melone. Naja gut, fängt da einer mit Melone an, sagt alle Melone, keiner will sich blamieren. Verstehe ich auch irgendwie. Und dass das ein wirklich sehr ästhetischer Löffel war. Ja, klingt super, als hätte ich gern mein Sternchen. 5 Löffel hatten wir schon und ich hoffe, dass der 6. und letzte Löffel in dieser Runde genauso enthusiastisch bei uns hervorruft. Also, ach, bring's rein. Ja, Parmigiano. Also da sehe ich für mich ja den Herrn Trettl da drin, ja. Parmesan ist in der Nase sehr, sehr präsent. Ja.
toller Löffel. Boah. Leicht. Er ist auf jeden Fall, und das ist das Schöne, hier stimmen auch die Proportionen, Frucht und Säure differenziert auch dargestellt. Ja, der Löffel gefällt mir wirklich ganz gut. Für mich habe ich hier zwei monumentale Geschmacksmomente gehabt. Am leichtesten, und das meine ich positiv, den Käse herein und die spitzeste Säure. Und das ist das, was mir am meisten imponiert, dass hier die Säure eingearbeitet wurde, die bei fast allen anderen Löffeln mir ein bisschen gefehlt hat. Und hier wurde der Parmesan so eingebaut, dass man das Gefühl hat, der gehört auf ein Dessert. Also ich finde, das einfach der rundeste Löffel im Geschmack war. Oh Gott. Tim findet ihn scheiße. Es geht gut zusammen, aber ist sehr, sehr schnell weg. Er hat ganz kurze Momente nur am Gaumen. Und da erwarte ich, das ist meine ganz subjektive Erwartung von einem Dessert, auch ein bisschen mehr als 5 Sekunden Freude, sondern dass man auch noch was zum Verkauen hat, dass das ein bisschen länger geht. Ja, also das Kauerlebnis ist da kürzer, da gebe ich euch auf jeden Fall recht. Aber ich trotzdem, es gibt ja diesen Moment, du nimmst was im Mund und dann macht das geschmacklich Sinn, was da drauf ist. Und in dem Fall durch diese Kumquats und diese Säure, die da hinten zum Ziehen anfängt, das finde ich halt so geil, gerade gegen den Käse. Ja, aber ich bin da eher wieder, also beim sehr, sehr schönen Prädessert, weil das so, das ist erfrischend, das ist fein. Das ist was ich essen möchte, wenn du in Capri bei 32 Grad auf der Terrasse sitzt, ja, und blickst übers Meer und dann kommt sowas, das nimmt dich mit. Das ist ein Italien, was ich liebe. Aber das ist doch gut und das heißt doch, dass es ihn lange mitnimmt. Und dann kannst du doch nicht sagen, du hast es nur eine Sekunde auf dem Mund gehabt. Ja, liebe Freunde des geräumigen Käsebuffets, ich habe jetzt die große Aufgabe zu annoncieren. Und zwar Bon Neu. Wir haben jetzt einen goldenen Stern zu vergeben und wir haben einen roten Stern zu vergeben. Und zwar den Löffel, den ihr am besten findet, einen goldenen Stern, und den Löffel, den ihr, ich sag mal, nicht so gelungen wie alle anderen findet, einen roten Stern. Es ist eine mega Aufgabe. Erstes Solo-Kochen bei The Sweet Taste und ich würde sagen, los geht's. Uiuiui. Hallo. 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 Da bin ich wieder. Die Coaches haben verkostet und sie haben Sterne vergeben. Goldene Sterne für die besonders guten Löffel und rote Sterne für die nicht so gelungenen Löffel. Roter Stern bedeutet bei uns immer Entscheidungskochen. Und Entscheidungskochen, das kann auch schon mal den schnellen Abgang bedeuten. Weil im Entscheidungskochen geht heute auf jeden Fall noch jemand von euch nach Hause. Wir teilen alle gerade dasselbe Schicksal. Jeder ist unruhig und aufgeregt, aber ja. Rot sticht Gold. Das bedeutet, wenn jemand von euch einen goldenen Stern und einen roten Stern bekommt, dann muss er oder sie trotzdem zum Entscheidungskochen. Oh, Angelina macht es immer so spannend, wie sie das immer so aufbaut. Und 8 Sterne wurden vergeben. Ihr seid aber nur 6. Margit, du hast Runde 1 das Teamkochen ja schon gewonnen. Und es ist richtig cool, dass du jetzt als Einzige hier sitzen bleibst, denn für dich gibt es keinen Stern. Gar keinen Stern, naja, ich hätte auch gerne noch einen. Du hast ja auch schon einen. Und im Finale bist du sowieso auch schon. Ja, schon. Ja. Na dann. Und alle anderen kommen jetzt mit mir mit ins Studio, denn es gibt Sterne. Wir haben jetzt 6 Dessertlöffel bekommen mit Käse. Keine einfache Aufgabe, aber im Großen und Ganzen sehr gut gelöst. Ich würde sagen, wir schauen jetzt, wer hinter den Türen steht. Bitte schön. Wow,
Okay. Ja, alle dabei. Oh, fucko. Oh. Man kann da natürlich eher davon ausgehen, wenn das gesamte Team dasteht, dass wenigstens einer davon nicht aus guten Gründen dort steht. Alright, gut, meine Lieben. Zuallererst großes Kompliment, weil das nicht einfach war, wie ich finde, das umzusetzen. Ich mache es gar nicht lange spannend. Mein goldener Stern geht an einen Löffel, der handwerklich nicht der allerbeste war, aber er hatte das, was alle anderen mir zu wenig hatten, und das war die Säure. Deswegen geht mein goldener Stern an. Anne, Respekt. Der war geschmacklich echt ein Brett. Dankeschön. Ich habe mich natürlich dann echt gefreut, dass es ihm genauso gefallen hat und er meinen Löffel durch und durch verstanden hat. Mein roter Stern geht an einen Löffel, wo ich nicht erkannt habe, dass da ein roter Faden war. Da war viel drauf. Aber viel heißt nicht unbedingt, dass es Sinn macht. Und deswegen geht mein roter Stern an. Au. Au, au, au. Duna wieder. Verrat uns vielleicht einmal zuallererst, was da alles drauf war. Es war ein Parmesanschaum, eine in Balsamico geschmorte Feige, ein Nektarinen-Ragout und kandierte Oliven. Sehr viel süß. Und der Käse nicht sauber genug rausgearbeitet. Tut mir leid, Alex. Ich glaube, dass wir einfach geschmackstechnisch etwas aneinander vorbeilaufen. Und mein goldener Stern geht zu einem Löffel, wo ich Handwerk plus eine wahnsinnig clevere eingesetzte Parmesan-Note gefunden habe. Und das war für mich wirklich Gold. Also das ist natürlich jetzt schon eine ganz tolle Geschichte, freue ich mich sehr drüber, und das hat sie auch wirklich echt verdient. War sehr schön, vielen Dank dafür. Danke. Wow, ja, Hammer vom eigenen Coach das zu hören. Aber da sieht man ja auch, dass wir einfach perfekt matchen. Mein roter Stern, ich habe die Idee dahinter verstanden, aber es ist nicht gelungen, daraus etwas Größeres zu machen. Für mich war das der Charlotte nicht ganz so gelungene Löffel. Was hast du alles drauf gehabt? Das war die Haut der Burrata gefüllt mit einer Burrata-Melonencreme und dazu so ein, ja, mit Vanille und Honig abgeschmecktes Tomatensud und Parmesan-Chip obendrauf. Scheiße! Alexander, also so schlecht war der nicht. Mein goldener Stern geht an den Löffel, der komplex war, es war viel drauf, aber alles hat Sinn gemacht und alles hat geschmeckt. Ja. Danke, danke. Natürlich ist es was ganz Besonderes, wenn man vom eigenen Coach einen goldenen Stern bekommt, weil er das versteht auch, was ich mache und weil ihm das gefällt. Und das ist eine große Ehre für mich. Sehr schön. Ja. Mein roter Stern geht an den Löffel, der meinen ganzen Mund ausgefüllt hat, aber die Dinge, die dort hätten mitspielen sollen, fanden einfach in der Harmonisierung des Ganzen zu wenig statt. Ob es war eine Mischung aus Enttäuschung, Entsetzen, genervt. Ja, Frank hat seinen roten Stern leider auch an Alexander gegeben, und das scheint ein sehr, sehr rabenschwarzer Abend für ihn zu sein. Donnerwetter. Mein goldener Stern geht an einen Löffel, der für mich das komplexeste Dessert an sich war, eine wunderschöne italienische Atmosphäre am Gaumen verbreitet hat und der, wie ich fand, das beste Handwerk gezeigt hat. Danke. Wow, what the fuck is going on? Tim Raue gibt meiner Kandidatin den goldenen Stern. Super, Julia. Super. Ah, danke, danke. Oh, Glück pur, tatsächlich. Weil ich gehört habe, oh Gott, jetzt habe ich 2 Sterne. Diesmal war ich die Beste von allen. Und das ist unbeschreiblich. Und mein roter Stern geht leider an einen Löffel, der willkürlich strukturiert war. Und manchmal hat man schwarze Tage.
Wir haben die zwei roten Sterne, die haben mich etwas bedrückt, etwas verletzt, aber der dritte, der tat richtig weh. Das war ein mentaler Todesschlag, den auch vom eigenen Coach zu bekommen. Bis jetzt hast du mich mit gerade deiner Struktur beeindruckt. Das hat vorhin leider nicht geklappt. Ich hätte nie gedacht, dass vom strukturierten Alexander ein dermaßen willkürlich unstrukturierter Löffel kommt. Wir haben jetzt das Entscheidungskochen und da kannst du zeigen, was du drauf hast. Wir auch. Das ist jetzt zwar ein bisschen David gegen Goliath, aber wir werden alles tun. Vielen herzlichen Dank. Das war wirklich toll, was ihr alle gemacht habt. Vier sind schon im Finale und eine weitere Person wird nachher noch dazustoßen. Toi, 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 euch allen. Vielen Dank.